Leute, hier ist Anne und heute gibt es einen Vlog. Ja, mal gucken, ob ich das noch kann. Und zwar nehme ich heute an einem Hanami Online-Event teil und es geht über 2 Tage. Ich muss mal ganz kurz mein Handy entsperren, um euch zu sagen, was da alles passiert. Und zwar gibt es heute einmal einen Vortrag über generell Hanami und Sakura. Und dann gibt es einen Origami-Workshop, dann einen Furushiki-Workshop und dann einen Koch-Workshop. Ich bin sehr gespannt. Und morgen gibt es dann Japanisch lernen durch Singen, klingt auch super spannend. Dann einen Kalligrafie-Workshop, ein Shamisen-Live-Musik-Event und dann eine Kimono-Präsentation und nochmal einen Origami-Workshop. Also das heißt, es ist eigentlich für 2 Tage ein echt reges Programm und das Ganze hat, glaube ich, um die 23 Euro gekostet. Und von der Organisation her bin ich ja auch sehr gespannt, wie das dann stattfinden wird. Jeder Workshop ist eine einzelne Zoom-Session, die man vorher per E-Mail zugeschickt bekommen hat. Und man hat auch ein paar Dinge, halt natürlich sind es Workshops und man kriegt, also man hat ja kein Material online, das man vor Ort bekommt. Das heißt, man muss sich ein bisschen vorbereiten. Ich hoffe mal, das passt bei mir, weil ich habe mich vor 2 oder 3 Tagen erst angemeldet und dadurch musste ich so ein bisschen improvisieren bei der Vorbereitung. Ich habe Glück gehabt, dass ich irgendwo ganz tief vergraben noch Origami-Papier hatte und das kann ich nutzen. Furushiki habe ich zum Glück auch. Bei Kalligrafie muss ich mal gucken. Ich habe noch meinen Kalligrafie-Pinsel aus Japan, aber ich habe keine Tusche gehabt. Das heißt, ich habe jetzt Acrylfarbe, die ich schon seit Ewigkeiten irgendwo besitze. Und die werde ich dann wahrscheinlich ganz viel verdünnen und hoffen, dass ich meinen Kalligrafie-Pinsel damit nicht ruiniere oder so. Schauen wir mal, was das wird. Und für das Kochen habe ich tatsächlich auch extra eingekauft und schon ein paar Dinge jetzt auch vorbereitet, weil da bin ich gespannt, wie sie das machen. Ich glaube, der Kochworkshop ist echt relativ kurz von der Zeit her. Und ja, in den Zutaten war halt zum Beispiel schon geriebener Rettich mit drin. Deswegen dachte ich, okay, dann bereite ich geriebenen Rettich vor oder frittierter Tofu, dass ich nachher dann nicht übel im Stress komme, wenn man das eigentlich schon hätte vorbereiten müssen. Ich bin aber gespannt, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel gemacht habe oder ob das ganz richtig so war. Mal schauen. Ja, und ich habe jetzt noch genau 5 Minuten. Deswegen werde ich mal gucken, dass ich mich jetzt in die Online-Session einwähle. Ich gebe mal ein kleines Zwischenfazit. Es sind jetzt 2 von 4 Eventpunkte für heute durch. Der Origami-Workshop hat echt gut funktioniert online. Also das, ich habe schon mal vor Ort bei einem Origami-Workshop, ich glaube sogar bei der gleichen Workshop-Leiterin mitgemacht und das war eigentlich wie wenn man vor Ort ist. Bisher ist es alles echt gut organisiert und auch so, dass man immer noch mal so 5 bis 10 Minuten Pause zwischendrin hat, dass man halt auch mal kurz durchatmen kann, aufstehen kann oder so wie jetzt, dass ich noch mal kurz labern kann. Also es ist eigentlich echt gut gemacht und bisher macht das sehr viel Spaß. Also ich finde, das hat sich jetzt schon ziemlich gelohnt.
zu uns kommt. So, Tag 1 ist rum. Den Koch-Workshop haben wir auch geschafft. Den Furoshiki-Workshop fand ich sehr cool. Natürlich musste man auch da jetzt selber ein Furoshiki haben, ansonsten konnte man halt nicht wirklich mitmachen. Ich hatte jetzt auch nur ein kleines und konnte, glaube ich, 2 von 5 Erklärungen nicht mitmachen, weil meins dazu einfach zu klein gewesen wäre. Aber es war halt trotzdem cool, einfach so das auch so ein bisschen erklärt zu bekommen. Beim Koch-Workshop war ich sehr froh, dass ich alles vorher vorbereitet hatte, so wie es in den Zutaten stand. Und das eigentliche Rezept war halt wirklich eigentlich nur alles zusammen in den Nabe zu packen, sage ich mal. Also wir haben einen Nabe gekocht, aber sie haben halt Tipps gegeben, wo sie die Sachen einkaufen und generell ein paar Tipps, wie man das Ganze hübsch anrichten kann oder wie man das auch geschmacklich gut hinbekommt, den Nabe. Und das fand ich echt sehr cool, vor allen Dingen, weil sie einen Online-Shop, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, empfohlen haben, wo man japanisches Gemüse bestellen kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man dort japanisches Gemüse bestellen, was aber hier in Deutschland angebaut wird. Und das finde ich ziemlich cool. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Von daher bin ich auf jeden Fall jetzt auf Tag 2 gespannt. Wird, denke ich, auch nochmal ziemlich cool. Und da sind wir auch schon bei Tag 2. Es ist jetzt gleich 13 Uhr, die nächsten Sessions gehen gleich los. Und wer sich übrigens fragt, ich sitze gerne vor dem Sofa auf dem Boden. Falls ihr das hier jetzt schon mitbekommen habt. Egal, darum soll es gar nicht gehen. Ja, heute freue ich mich sehr nochmal auf Origami. Ich habe da gestern echt Spaß dran gehabt. Ich denke, ich werde heute zwischendrin nicht so viel labern, da ich gestern so die ersten Eindrücke relativ gut festgehalten habe. Ich habe eben nochmal reingeschaut und ich werde aber dafür am Ende nochmal ein Fazit insgesamt machen, wo ich dann nochmal ein bisschen mehr rede. Also viel Spaß mit den B-Roll-Shots und dann bis nachher. Ich bin echt begeistert. Insgesamt waren es 9 Eventpunkte, die jetzt über die 2 Tage verteilt stattgefunden haben. Gestern waren es 3 Stunden mit Pausen und heute so 3,5, knapp 4 Stunden mit Pausen. Das fand ich war vollkommen in Ordnung. Preislich würde ich auch sagen, dass es okay war. Ich denke, der Preis kommt daher zustande, dass man einmal schauen muss, dass auf Veranstaltungsseite dort 10 Leute involviert waren und von den Teilnehmerzahlen her aber auch nicht viel mehr Leute dabei waren. Und so ein Event muss sich halt irgendwo tragen. Mich hat es gewundert, dass es so wenig Teilnehmer sind, aber ich habe ja selber erst relativ spontan davon mitbekommen. Und wenn man dann nämlich alle Utensilien, also Utensilien, was heißt Materialien, sage ich mal, zu Hause hat, so wie das Origami-Papier oder Furoshiki-Sachen oder Shodo, also Kalligrafie-Zeugs, dann ist natürlich klar, dass man sich vielleicht auch spontan, wie ich das jetzt gemacht habe, nicht unbedingt anmeldet. Deswegen sage ich mal, ich verstehe, warum der Preis so ist, wie es ist und für mich war es in Ordnung. Ich fand es einfach cool, mal wieder ein Event mehr oder weniger zu haben, wo man eben so ein bisschen Japan-Feeling hat, wo auch andere Leute dabei sind, die sich halt gern mit der Kultur auseinandersetzen möchten oder das schon tun und darüber was erzählen und man einfach so ein bisschen
ja, wieder dieses Event-Feeling hat, auch wenn es jetzt hier von der Couch zu Hause ist. Aber ganz ehrlich, wäre das Event nicht gewesen, hätte ich niemals mich hingesetzt und endlich mal dieses Origami-Papier benutzt, was ich gefühlt seit 4 oder 5 Jahren irgendwo im Schrank rumliegen habe. Also mich hat es einfach mal wieder motiviert, da aktiv zu werden wieder mit diesen Sachen. Da man ja nicht weiß, wie lange die aktuelle Situation noch so ist, wie sie ist und wann es wieder Events geben kann, fand ich die ganze Sache aber auf jeden Fall sehr cool, dass da jemand versucht, halt einfach online einen Ersatz zu schaffen, weil das ist eigentlich gar nicht so einfach und das haben sie gut gemacht. Deswegen, ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung die Eventbrite-Seite vom Veranstalter. Dort könnt ihr nämlich dann auch gucken, was die noch so für Events machen und dort kann man auch direkt die Tickets kaufen. Ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, mich wundert es, dass es so wenig Teilnehmer waren. Deswegen, vielleicht hat ja der ein oder andere auch Lust, beim nächsten Mal mitzumachen. Ja, und dann sage ich an dieser Stelle, ich hoffe, dieser etwas andere Vlog von meinem Sofa hat euch gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.